Struktur zu hinterlegen. Was uns, wie wir den Herrn Daniels kennengelernt hatten, wie er das erste Mal sich hier vorgestellt haben, und deswegen möchte ich Sie dazu aufrufen, dass wir alle, da hat er das Wort geprägt von einem Totalplan, und das Wort Totalplan ist jetzt bei uns hier in der Stadtplanung ein geflügeltes Wort geworden, und ich hoffe, Totalplan nicht im Sinne von dem, dass wir etwas überstülpen wollen, sondern dass wir gemeinsam hier etwas entwickeln wollen. Vom Verfahren her ist es so gedacht, dass der Planungszeitraum in etwa ein Jahr in Anspruch nehmen wird. Wir werden die Planung in zwei Bereichen oder in zwei Aspekten entwickeln. Der erste Aspekt ist dieses Entwicklungskonzept für den Gesamtbereich Altstadt und neues Zentrum mit Langgasse, Bahnhofstraße, Karl-Kendler-Ring. Parallel dazu wird, weil der größte Druck sicher in diesem Bereich ist, aber auch der Rahmenplan für den Bereich Karl-Kendler-Ring, Bahnhofstraße erarbeitet werden, der etwas vertiefend dann die auf das eingeht, was im Entwicklungsplan erarbeitet worden ist. Von der Bürgerbeteiligung her hatten wir uns das so vorgestellt, dass wir die Planung zumindest im ersten Schritt begleiten durch einen Planungsbeirat, der sich zusammensetzt im Wesentlichen aus Vertretern und Vertreterinnen der verschiedenen Organisationen, Vereine, ich nenne Stadtmarketingverein, ich nenne IG Altstadt, ich nenne Agenda-Arbeitsgruppe, aber auch Sparkasse und Volksbank, IHK. Ich will das jetzt nicht abschließend machen, und auch die politischen Fraktionen. Dieser Planungsbeirat, so war das gedacht, soll zunächst diese Planung begleiten, und es soll dann in weiteren zwei Bürgerinformationsveranstaltungen jeweils über den Stand der Planung berichtet werden. Und wir werden auch den ersten Teil der Planung dann zu einer Beschlussfassung bringen, um dann im zweiten Teil bis zum Ende des nächsten Jahres dort weiterzuarbeiten. Wir haben Ihnen aber heute Abend auch einen Fragebogen zur Verfügung gestellt mit der Bitte, diesen Fragebogen auszufüllen. Und in diesem Fragebogen finden Sie ja auch die Frage danach, wie stellen Sie sich die Mitarbeit und die Bürgerbeteiligung vor. Ich denke, im Ergebnis vielleicht des heutigen Abends müssen wir uns auch noch mal neu zusammensetzen und überlegen, ob das so bei dieser Art des Vorgehens bleiben kann oder ob wir überlegen, dann aufgrund Ihrer Rückmeldungen, auf die wir auch gespannt sind, ob wir dort noch mal etwas ändern. Es ist nur schwierig im Gesamtkontext mit so vielen Menschen. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Das Wort Bürgerbeteiligung kann man ja sehr weit fassen. Sie müssten jetzt eigentlich schon da mal einkerben und sagen, wenn Sie die Beteiligung, wie Sie sie dargestellt haben, nur eine Information ist, dann ist das sicherlich der verkehrte Weg. Sondern wenn schon, sollte in der Zwischenphase was eingebaut sein, wo Bürger mitdiskutieren können, ehe etwas festgezocht wird und irgendwelche Dinge beschlossen. Habe ich ja gerade versucht, Herr Beugers, das habe ich. Herr Beugers, ich hab gesagt, wie wir uns das gemeinsam auch mit dem Büro zunächst vorgestellt haben. Und ich habe gesagt, wir sind ja dabei, das zu öffnen, heute Abend diesen Fragebogen auszufüllen, und wir müssen im Ergebnis von diesem Abend, müssen wir überlegen, können wir das so weitermachen, sind andere Argumente gekommen oder wurde eine andere Mitwirkungsbereitschaft formuliert, dann müssen wir versuchen, darauf einzugehen. Und das kann aber nur heißen, ich denke, wenn man in dem Rahmen Workshops veranstaltet, dann müssen wir thematische Workshops bilden, weil ansonsten wird das auch sehr weit auseinandergehen. Und deswegen brauchen wir eine gewisse Vorstrukturierung, die durchaus mit dem Planungsbeirat nach meinem Dafürhalten gemacht werden kann, um dann vielleicht in einem Zwischenstep nochmal eine breitere Öffentlichkeitsbeteiligung zu machen. Denkbar wäre auch, dass wir zum Beispiel das Internet als Forum
für eine weitere Bürgerbeteiligung nutzen, wäre eine andere Form. Ich denke, wir müssen im Ergebnis von dem, was heute Abend auch hier an Rücklauf kommt, nochmal in die Diskussion gehen, wie wir damit umgehen wollen. Und ich denke, Herr Semmler, wir sind offen dafür, dass wir in diesen Prozess auch durchaus wieder anders einsteigen können. Was Sie da eben als Planungsbeirat genannt haben, das sind doch dieselben Institutionen und Vereine und was weiß ich alles, die das schon seit Jahrzehnten machen und bis heute nicht hingekriegt haben. Auch da sind wir offen für Vorschläge, Herr Dr. Herr Greif. Sie können gerne weitere Institutionen nennen. Es war auch nicht abschließend, was ich hier gemacht habe oder gesagt habe. Nach der hessischen Gemeindeordnung. Ich möchte auch nochmal in diese Richtung gehen. Also es geht hier nicht, also ich bin hier nicht hierher gekommen und viele andere sicher auch nicht, weil sie sich vertreten lassen wollen von Institutionen und Vereinen. Es sind so viele Bürger hierher gekommen, so vermute ich mal, und das, was ich an Gesprächen geführt habe, habe ich auch so mitgekriegt, die mitwirken wollen, die auch mitentscheiden wollen. Und die haben zum Teil Erfahrungen mit dem Agenda-Prozess, der hier stattgemacht hat, und sind relativ enttäuscht davon, wie das gelaufen ist, was da an Reglementierung dann aufgekommen ist. Und ich sage Ihnen, heute wollen die Leute was anderes. Die Leute wollen mitgestalten, mit ihre Ideen eingehen. Ich möchte mich nicht vertreten lassen. Frau Lenow-Schwarz, haben wir doch zur Kenntnis genommen. Okay. Also, oder? Okay. Ich weiß nicht. Wer kann ich dazu nicht sagen? Verstehen Sie doch bitte die Veranstaltung heute hier als ein Angebot, was wir machen. Wir wollen Ihre Meinung in einem ersten Step auch erfragen, und es steht ja extra auf dem Fragebogen auch drauf, wie stellen Sie sich die weitere Mitarbeit vor oder wie stellen Sie sich die weitere Bürgerbeteiligung vor? Das ist der erste Punkt. Zum zweiten geben wir Listen rum, wo sich auch jeder bitte nochmal eintragen kann, damit wir mit Ihnen in Kontakt aufnehmen können. Bevor wir jetzt in die weitere Diskussion einsteigen, ich wollte nochmal, Herr Schaub, vielleicht, dass Sie Ihren Gedanken nochmal zu Ende führen mit dem Zeitablauf der Planung. Und dann können wir weiter diskutieren. Ja. Ganz sofort, Herr Schaub, bleiben Sie hier. Ich möchte nur ganz kurz die Rückmeldungen, die gerade im Moment gekommen sind, kurz aufgreifen und sagen, nachdem der Herr Schaub jetzt gleich die organisatorischen Dinge nochmal abschließend vorgestellt haben wird, werden wir eine offene Diskussion, ist auch gewünscht. Ich weiß nicht, ob jedem die Tagesordnung vorliegt. Das ist jetzt direkt nach dem Herrn Schaub dran. Insoweit, wir laden, bitte? Okay, dann will ich es hiermit nochmal sagen. Es ist mir ganz wichtig an der Stelle, und zwar nicht nur für mich als Wirtschaftssitzer nennt und derjenige, der nach dem Herr Beck uns ab Dezember ja nicht mehr zur Verfügung stehen wird, verantwortlich als hauptamtlicher Stadtrat diesen Prozess begleiten wird, sondern das sage ich auch ausdrücklich im Namen der Gremien wie Magistrat und Stadtverordnetenversammlung. Es ist uns wichtig, dass Bürgerbeteiligung stattfindet, nicht, dass Sie empfinden heute Abend, hier ist jetzt eine Information, der Herr Schaub aus der Verwaltung war jetzt hier vorne, jetzt können wir gleich wieder gehen. Das ist so nicht vorgesehen. Es ist vorhin schon gesagt worden, Perspektive 9 Uhr, wir haben jetzt 8, das heißt, es ist mindestens eine Stunde, und wenn wir gleich richtig lebhaft auch in der Ideenfindung sein werden und wir brauchen eine halbe Stunde länger, dann machen wir das auch, das ist gar keine Frage. Nur, ich denke, das Ganze muss natürlich auch insbesondere unter Blick auf die Anzahl der vielen, die sich äußern wollen, eine gewisse Struktur haben von Anfang an. Und ich lade gerne und herzlich dazu ein, wenn wir heute Abend feststellen werden, dass wir öfter zusammenkommen müssen, irgendwie themenspezifisch Arbeitsgruppen einteilen sollten und dergleichen mehr, dann wird das selbstverständlich, das ist unser Wille, nicht nur Ihrer,
sondern wirklich der Wille der politischen Entscheider selbstverständlich so geregelt werden. Jetzt nicht mehr dazu zu sagen. Eigentlich bedeutet das, wenn wir in den Prozess anders einsteigen und mit einer viel breiteren Bürgerbeteiligung hineingehen, als das in diesem ersten Konzept, was wir gemeinsam mit dem Büro entwickelt haben, gedacht war, dann bedeutet das, wir werden, denke ich, mit dem Zeitrahmen von einem Jahr wahrscheinlich nicht hinkommen. Wir werden wahrscheinlich einen etwas längeren Planungsprozess haben. Das ist die Frage dann jetzt, wir lassen uns darauf ein und ich denke, das müssen wir dann alle gemeinsam stemmen, wie das dann von den zeitlichen Abläufen her zu regeln ist. Nichtsdestotrotz werden bestimmte Vorbereitungen zu treffen sein, die wir gemeinsam mit dem Planungsbüro treffen werden.